Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute geht es tatsächlich um das Speichern von Spielständen. Ihr könnt schon so unglaublich viel. Wir haben schon zusammen einen Charakter erstellt. Wir haben schon Level Design gemacht erstmal. Haben zusammen einen Charakter erstellt. Der hat eine Animation. Der kann laufen. Er kann Inputs empfangen vor allem. Und wir haben auch schon mit einem HUD gearbeitet. Und jetzt als letztes haben wir hier so eine kleine Damage Box als Trigger gemacht. Jedes Mal, wenn man reinläuft, dann wird einem 10 Leben abgezogen. Und das hat man auch in dem HUD gesehen. Wunderbar. Und was wir heute machen wollen, ist, wir wollen diese Damage Box ein bisschen umfunktionieren. Denn jedes Mal, wenn man reinläuft und Damage frisst, dann soll man auch tatsächlich speichern. Das heißt, man muss sich gut überlegen, ob man speichern möchte oder nicht. Und ja, das ist eigentlich auch schon tatsächlich das Ziel für heute. Wir wollen also speichern können. Dazu brauchen wir einen neuen Blueprint. Und wenn ihr hier das Ganze nicht seht, dann müsst ihr hier aufklappen von All Classes. Könnt ihr in der Suchleiste eingeben, Save Game. Das ist die Klasse, von der wir erben wollen. Also das heißt, wir bauen uns eine Blueprint-Klasse, die von Save Game erbt. Wir nennen das Ganze einfach mal My Save Game. Ja, das passt doch. Und genau, was wir jetzt hier sehen, ist Folgendes. Wir sehen, dass wir nichts sehen. Wir haben keinen Viewport. Wir haben tatsächlich mal ausnahmsweise keinen Viewport, weil man auch in dem Spielstand nicht sehen muss. Wir brauchen aber Variablen, und zwar mehrere. Jedes einzelne Speicherstand-Detail muss hier vermerkt sein. Das heißt, ihr müsst wirklich hierher gehen und sagen, hey, ich möchte meinen Spielernamen oder Player-Name, wenn wir schon alles auf Englisch machen, Spielernamen möchten wir hier speichern, und zwar als String, da es ja logischerweise ein String ist. Jetzt muss ich compilen, damit ich hier was eingeben kann. Nehmen wir es einfach mal Player 0. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Slot. Ich nenne es jetzt einfach mal Slot-Name. Das bedeutet so viel wie, ja, das sehen wir dann später, was wir davon haben. Und da sagen wir jetzt hier einfach mal Slot 0. So, und was das Ganze jetzt soll, also wie gesagt, hier muss wirklich alles rein. Also was für Rüstung trägt der Charakter gerade, was für, keine Ahnung, wo befindet er sich, was für eine Waffe hat er, was für, keine Ahnung, was für Quests hat er schon erledigt, was für Quests hat er noch offen. All diese Dinge müssen hier tatsächlich rein in diese Variablen, also es ist ein Haufen. Und ja, das muss da wirklich alles rein, aber ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall, denn man möchte ja auf jeden Fall eine Speicherfunktion in seinem Spiel haben. So, das ist tatsächlich jetzt alles, was wir brauchen. Jetzt wollen wir, nachdem wir Schaden empfangen haben durch diese Triggerbox, also ich kann es mal ganz kurz vorführen, für die Leute, die das letzte Mal nicht aufgepasst haben, links unten das rote Dingens ist unsere Lebensleiste, und wenn wir durchlaufen, dann sehen wir, dass wir Leben verlieren, immer 10 Leben. Wir haben insgesamt 100 Leben, aber man soll auch speichern können innerhalb, also wenn man dann eben da durchläuft. Laden gibt es noch nicht, beziehungsweise werde ich euch zeigen, wie es funktioniert, aber werden wir hier nicht einbauen, denn ja, brauchen wir eigentlich für so ein kleines Game an für sich nicht. Okay, was wir jetzt also machen wollen, ist, wir wollen, wenn wir in die Damage Box reinlaufen, dann wollen wir speichern. So, das bedeutet, wir müssen uns erstmal einen neuen Speicherspielstand kreieren. Also, was machen wir logischerweise? Create Save Game Object. Create Save Game Object. So, jetzt müssen wir auswählen, was für eine Klasse ist denn eigentlich unser Save Game. Also wir können das Standard Save Game nehmen, aber von der haben wir ja gerade geerbt, und in der sind überhaupt keine Variablen drin, deswegen nehmen wir die hier, damit wir auch irgendwas zum Speichern haben. So, jetzt haben wir ein Save Game Object erstellt. Jetzt wollen wir damit aber später auch noch arbeiten können. Also wir wollen es jetzt zum Beispiel auch noch laden können, wenn wir rauslaufen aus der Box oder sowas. Oder keine Ahnung, wenn wir irgendwas machen wollen. Auf jeden Fall wollen wir das Ganze weiter benutzen, und deswegen sagen wir hier Promote to Variable. Das heißt, wir sagen, was ist denn los jetzt? Promote to Variable. So, jetzt habe ich's. Okay, was das jetzt ist, wir müssen das Ganze noch umbenennen, damit es auch einen vernünftigen Namen hat. My Save Game. Das hat nichts mit dem My Save Game, ich nenne es anders. Nicht, dass es da irgendwie zu Verwechslung kommt. My Save Game Instance. So, das heißt, wir haben hier eine konkrete Instanz von unserem Save Game. Das heißt, wir haben wirklich einen exakten Spielstand. Wir können natürlich auch mehrere haben und können dann hin und her switchen, welchen wir geladen haben. All diese Spielchen kann man damit machen. Aber wir brauchen jetzt hier nur einen tatsächlich. Und jetzt wollen wir natürlich sagen, okay, wir speichern jetzt folgende Variablen. Wir speichern, ich bin an Position so und so, ich habe das und das an und ich spiele gerade den und den Champion oder was auch immer. Das heißt, wir müssen jetzt hierher gehen und sagen, hey, wir wollen jetzt einige Variablen setzen. Und zwar von unserer Save Game Instance, deswegen nehme ich mal den blauen, das geht ein bisschen schneller.
und sagt dann, wir wollen den Spielernamen speichern, set player name, und wir wollen, was wollen wir reinschreiben? Player 0. Also da kann, wie gesagt, rein, was auch immer ihr wollt. Das sind einfach die Variablen, die ihr setzen wollt. So, jetzt danach wollen wir sagen, wir setzen unseren Save Game, Set Slot Name wollen wir machen. Genau. Sagen wir hier Slot 0 dazu. Ich weiß, das haben wir schon gesagt. Und hier müssen wir, Achtung, auch nochmal das Save Game, also diese Instanz von unserem Save Game, müssen wir da auch nochmal rübersetzen, damit das auch in dieses Save Game reingesetzt wird und nicht in irgendein anderes Save Game oder überhaupt nicht gesetzt wird. So, und danach können wir eigentlich hergehen und alles speichern, also wenn wir alle Variablen gesetzt haben, die wir brauchen. Das heißt, wir sagen Save Game to Slot. Save Game to Slot, und hier müssen wir jetzt auswählen, in was für ein Save Game wir das reinschreiben oder welches Save Game wir überhaupt auf unsere Festplatte speichern wollen. Das wäre dann logischerweise das, was wir hier gerade erstellt haben. Und der Slotname, was ist das wohl? Wer hätte es gedacht? Den Slotnamen, den wir hier gerade gesetzt haben. User Index kann man speichern, muss man aber nicht. Wir nehmen jetzt einfach hier 0. Falls ihr mehrere User habt, dann wäre das natürlich sinnvoll. Also zum Beispiel, wenn ihr verschiedene User habt, die am selben Rechner spielen, immer mal wieder unterschiedlich, könnt ihr hier den User Index einfach haben. Okay. Und dann können die nämlich auch Slots haben, die gleich heißen, ohne dass es da irgendwie zu Kollisionen kommt. So, und das ist es tatsächlich eigentlich auch schon. Das speichert euer Spiel auf eurer Festplatte. Das ist relativ einfach gewesen. Jetzt wollen wir natürlich auch noch, dass man das Spiel wieder laden kann. Und da sagen wir dann, was haben wir denn noch für Events? Actor Begin Overlap. Wie wäre es mit Actor End Overlap? Das können wir doch mal missbrauchen hier. Actor End Overlap. So, also ihr braucht irgendwelche Events zum Speichern und zum Laden. Und wir bauen jetzt im Endeffekt genau dasselbe. Wir wollen erstmal ein Save Game Object kreieren, also bauen. Und dann wollen wir natürlich alles daraus laden. Das heißt, wir sagen hier, create SaveGameObject. Aus der Klasse, aus was für einer Klasse wollen wir es wohl laden? Naja, wieder mal unser MySaveGame. Das ist dieser Name hier oben. Und wir bekommen hier eben dieses SaveGame zurück. Dann wollen wir das Ganze als Variable promoten. Das heißt, wir sagen, wir wollen es in diese Variable reinschreiben. Wir setzen das ganze Ding also hier rein. So, Achtung, hier haben wir noch keine Variablen erstellt sozusagen. Was wir jetzt aber machen müssen, ist, wir müssen auf jeden Fall den Slot-Namen müssen wir festlegen, damit wir das laden können. Also wie gesagt, ihr könnt das Ganze auch aus einem Menü machen und dort dem User dann irgendwie eine Option geben, den Slot-Namen einfach einzugeben. Das wäre sehr, sehr sinnvoll. Set Slot-Name. So, und der sollte bei uns wieder gleich lauten, sonst können wir nicht laden. Slot 0. So, Target ist wieder mal unsere Safe Game Instance. Das heißt, wir schreiben das hier rein. Player-Name brauchen wir jetzt nicht zu laden. Das ist ja okay. Aber der Player-Index wäre noch wichtig. Und der ist ja bei uns, oder User-Index, und das ist ja bei uns konstant einfach 0. Deswegen sagen wir jetzt hier Load Game from Slot. Und Slot-Name ist der hier. User-Index ist 0. So, und jetzt haben wir hier ein Return-Value. Was machen wir wohl damit? Naja, das sind eben diese Variablen, die wir jetzt hier zur Verfügung haben. Und wir können eben in unserem MySaveGame-Instance, können wir sagen, wir wollen diese einzelnen Variablen eben speichern. Das heißt, wir können hier zum Beispiel auslesen, keine Ahnung, wir lesen aus, was haben wir denn? Player-Name, Player, ups, wie habe ich das Ding genannt? Achso, ja klar, wir bekommen hier ein allgemeines Save Game zurück. Sorry, den Schritt vergesse ich immer. Wir bekommen hier ein allgemeines Save Game zurück. Das heißt, wir bekommen kein MySave Game, sondern ein Save Game zurück. Was Problem ist, das Ding hat keine Variablen. Wir müssen es also casten. Wir müssen schauen, dass wir auch wirklich ein MySave Game in der Hand haben. Und deswegen sagen wir Cast to MySave Game. So, und jetzt können wir wieder mal ganz normal fortfahren. Jetzt können wir sagen, wir wollen zum Beispiel print String. Und was wollen wir haben? Naja, wir wollen MySaveGame und den Player-Namen davon. Also PlayerName, GetPlayerName wollen wir ausgeben in unserem, in unserem Spiel. So, was wir jetzt hier noch machen kurz, nee, das ist eigentlich in Ordnung. Gut, das lassen wir so. Okay, compile, save, und das habe ich auch schon kompiliert und gesaved. Ja, sehr gut. Okay, also sagen wir,
gut, wir speichern alles und wir können da mal losgehen. Ja, Licht müsste ich langsam mal echt nachbilden, aber das passt schon. So, wir laufen rein, wir kriegen erstmal 10 Schaden. Wenn wir wieder rauslaufen, dann steht da plötzlich Player 0. Und das heißt, es hat direkt von eurer Festplatte die Daten geladen und davor logischerweise auch gespeichert. Und ihr könnt nun mit diesen Daten arbeiten. Kleiner Tipp von mir, packt das Ganze in ein Menü und lasst euch dort dann eben die Daten laden oder speichern. Ihr könnt natürlich auch weiterhin mit diesen Safe Games arbeiten, aber arbeitet dann vielleicht mit welchen, die ihr, ja, im Endeffekt ist es eigentlich egal, im Endeffekt könnt ihr auch machen, was wir gerade gemacht haben. Ist eigentlich auch schon ziemlich cool, wenn man hier einfach durchläuft und man lädt tatsächlich seinen Spielstand wieder. Wir können natürlich auch unser Leben neu laden, aber da wir da immer 10 verlieren wollen, ist es natürlich auch sinnvoll. So, jetzt springe ich da mal hoch und bam, wir sind oben, ohne dass wir durch dieses Ding gekommen sind. Aber ja, okay, ich habe einfach gerade nur Spaß, es tut mir leid. Gut, das war's, wie gesagt, von meiner Seite auch schon wieder. Nächstes Mal schauen wir mal, was wir machen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.